Rekordhoch am US-Aktienmarkt. S&P 500 Index und der Dow Jones Index sind jetzt auf dem höchsten Stand aller Zeiten, obwohl wir ja mitten im Handelskonflikt sind, obwohl das Wachstum weltweit zurückgeht und obwohl wir auch in den USA Wachstumssorgen haben, sogar teilweise wirklich Rezessionsängste auch. Wie passt das alles zusammen und was sollen wir davon halten als Anleger? Sind die ganzen Sorgen, die man sich vielleicht macht, sind die alle unsinnig momentan oder muss man jetzt langsam mal aufpassen, wenn man Aktien hat? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Kauflaune ist wieder da. US-Aktien haben sich stark erholt. Jetzt wieder die letzten Wochen der S&P 500 Index, der mit den 500 größten Aktien in den USA, hat jetzt letzte Woche sogar einen Rekordhoch erreicht. Genauso wie der Dow Jones Index und auch der Nasdaq Index ist ja schon fast wieder auf Allzeithoch. Also neue Kauflaune an der Wall Street, alles wunderbar. Und die Wall Street ist ja nun mal die Börse, die den Ton angibt weltweit. Und das alles aber in dem Umfeld, das wir momentan haben, dass er nicht so richtig gut ist. Das kann einen schon mal verwirren. Da hören Sie jetzt Verschiedenes dazu und die Optimisten, die sagen zum Beispiel, ja. Typisch, da sieht man es mal wieder. Also die ganzen Krisen angeblich, die ganzen Sorgen, die sich jeder macht, das ist alles irrelevant, das ist nicht so wichtig. Der Aktienmarkt steigt trotz aller Sorgen. Und das ist ja auch nichts Neues, war ja in den letzten 10 Jahren immer so. Also eine Krise jagt ja angeblich die nächste, aber die Börsen in den USA sind trotzdem gestiegen. Und das Allzeithoch, das wir jetzt haben in den USA, das ist dafür nochmal ein Indiz. Nochmal ein weiteres Indiz, dass es eben eine gute Chance gibt, dass der Markt jetzt auch weiter steigt in Zukunft. Das ist der Standpunkt der Bullen. Wir machen uns zu viele Sorgen, die Märkte wissen es besser. Allerdings, es gibt da noch was anderes. Das scheinen die Märkte auch ganz gut zu wissen. Und da schauen wir jetzt mal nicht auf den Aktienmarkt in den USA, sondern auf den Anleihemarkt. Wie hat sich der denn entwickelt? Das hier sind die Renditen auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Die Anleihenrenditen, der Zins also, den man kriegt auf Anleihen, die noch 10 Jahre laufen. Und der ist im letzten halben Jahr komplett eingebrochen. Also im September letztes Jahr, da waren wir dann noch bei 3,2% in der Spitze, ist übrigens ein 7-Jahres-Hoch und seitdem ein massiver Rückgang bis auf unter 2% letzte Woche sogar. Was sagt uns das? Was sagen uns diese Signale vom Bondmarkt? Das sagt uns das komplette Gegenteil von dem, was der Aktienmarkt sagt in den USA. Oder er sagt uns zumindest, es gibt eine Flucht in Anleihen und die Anleger rechnen mit stark fallenden Zinsen, was mehr oder weniger das Gleiche bedeutet, wie sie rechnen mit einem starken Wachstumsrückgang. Oder vielleicht sogar mit einer Rezession in den USA. Bedingt durch den Handelskonflikt, bedingt dadurch, dass die Sonderkonjunktur durch die Steuersenkungen jetzt vielleicht ausläuft oder was auch immer. Also der Bondmarkt sagt uns auf jeden Fall, das Wachstum geht stark zurück. Das Gleiche sagt uns die inverse Zinskurve. Also wenn der Zins auf Anleihen mit kurzer Laufzeit höher ist als der Zins auf Anleihen mit längeren Laufzeiten. Und das ist momentan auch so in den USA. Und das ist eben auch schon oft ein starker Indikator dafür gewesen, dass das Wachstum nachlässt. Und das ist am Bondmarkt tatsächlich ja auch die Situation. Und das geht einher mit einer Stimmung bei Großanlegern, bei großen Fondsmanagern, die sehr negativ ist. Also es gibt ja immer die Umfrage von Bank of America, Merrill Lynch. Und da war das Ergebnis der letzten Umfrage, dass die Stimmung sehr, sehr zurückhaltend ist. Viele sind rausgegangen aus Aktien und reingegangen bei Bonds. Und zwar in einem Umfang wie schon seit 7 Jahren nicht mehr.
21% dieser Anleger sind jetzt untergewichtet in Aktien und das ist der schlechteste Wert seit 2009, also seit der Finanzkrise. Und fast alle, die da befragt worden sind, die glauben auch, dass der Wachstumszyklus in den USA, dass der jetzt in einer ganz späten Phase ist oder vielleicht sogar schon in seiner letzten Phase. Mit anderen Worten, auch in den USA vom Wachstum her könnte die Party jetzt vorbei sein. Das ist zumindest das, was die Großanleger glauben. Und hier noch was Interessantes, der Goldpreis, Gold 5-Jahres-Chart. Gold ist jetzt nämlich wirklich stark gestiegen. Vorher ist es ja eher seitwärts gegangen, also es war die letzten Jahre jetzt nicht immer spannend. Und 2018 in der ersten Jahreshälfte, da ist es ja sogar auch nochmal relativ stark gefallen. Aber seit Sommer letztes Jahr haben wir einen deutlichen Anstieg und wir haben jetzt auch einen ganz klassischen Ausbruch nach oben aus der technischen Sicht. Und wir sind damit jetzt auch auf einem 6-Jahres-Hoch mittlerweile schon. Und was auch ganz interessant ist, 2018 ist Gold eher entgegengesetzt zum Aktienmarkt gelaufen, jetzt läuft es eher wieder mit dem Aktienmarkt. Das ist sehr interessant alles. Ich würde sagen, das ist sogar so interessant mit dem Goldpreis, dass wir dazu ein eigenes Video machen werden hier nächste Woche. Wie sich Gold entwickelt, hängt natürlich schon auch mit dem zusammen, was wir heute besprechen. Aber Gold ist auch immer was Spezielles und deswegen schauen wir uns das nächste Woche im Detail an hier, die Goldpreisentwicklung. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das interessiert mich auch, würde ich auch gern sehen, das darf ich jetzt nicht vergessen nächste Woche, dann kann ich Ihnen natürlich empfehlen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, melden Sie sich an hier beim Zukunftsmärkte-Kanal und beim Anmelden dann auch gleich die Glocke drücken, denn dann wird man erinnert, wenn die neuen Beiträge kommen, dann müssen Sie das neue Goldvideo dann auch nicht einfach nicht suchen, ist dann alles viel einfacher. Also wie gesagt, Goldvideo nächste Woche hier bei uns auf dem Zukunftsmärkte-Kanal, der Ausbruch von Gold nach oben. Weil das, was gerade passiert bei Gold, das hat ja auch alles seinen Grund. Und insgesamt, wie wir jetzt schon gesehen haben, es gibt verschiedene Märkte und Marktsegmente und die haben ganz verschiedene Positionen, was ja erstmal widersprüchlich wirkt. Das eine mit dem Bondmarkt, der signalisiert ja den Wachstumseinbruch, dann als nächstes die Stimmung der Großanleger, die sehr negativ ist und gleichzeitig aber Aktienmarkt auf Rekordhoch. Wobei letzteres nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss, kennt man ja auch Sentimentgeschichte, Sentiment als Kontraindikator, so kann man es ja durchaus auch sehen. Also wenn sich jeder schon abgesichert hat gegen Kursverluste, dann muss ja auch keiner mehr Aktien verkauft haben. Das könnte den Markt durchaus gestützt haben in letzter Zeit wieder. Und dann kommt noch was dazu, nämlich der Bondmarkt, da ja die Zinsen fallen. Das hat natürlich mehrere Aspekte, also auf der einen Seite Konjunktursorgen, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder so natürlich, wenn die Zinsen fallen, macht das Aktien attraktiver gegenüber Anleihen, zumindest in der Theorie. Und dann kommt noch dazu, die fallenden Zinsen, die sollten ja auch die Wirtschaft wieder entlasten. So wie wir das ja kennen seit der Finanzkrise, diese Denke. Also billiges Geld ist immer gut. Und das ist ja auch der Grund, warum man so hofft darauf in den USA momentan, dass die US-Notenbank den Leitzins auch bald wieder senkt. Oder beziehungsweise man hofft ja nicht drauf, man geht ja eigentlich sogar fest davon aus. Und das erklärt in gewisser Weise auch, dass die Zinsen fallen und dass gleichzeitig Aktien auch weiter steigen, trotz Wachstumsrückgang, den wir vielleicht kriegen. Das kennen wir auch seit der Finanzkrise so und das hat im Grunde ja auch immer wieder wunderbar funktioniert. Es gibt einen alten Spruch: Wo aber Gefahr ist, da wächst das Rettende auch. Das ist auch am Aktienmarkt die Überzeugung. Und das Rettende in jeder Lage, das ist die Geldpolitik momentan. Daran hat man sich gewöhnt, das hat jetzt immer funktioniert und offensichtlich glaubt man momentan, das funktioniert jetzt genauso weiter. Und in der Sichtweise, da ist es dann auch nicht mehr entscheidend, wie da die Bewertungen sind momentan oder ob es jetzt einen Wirtschaftsabschwung gibt oder nicht. Das ist dann alles nicht mehr so von Bedeutung.
Was den Abschwung an sich betrifft, diese Rezessionsgefahr, da würde ich ja eigentlich sagen, da sind wir im Grunde noch gar nicht. Also was es schon gibt natürlich, das sind diese Signale, dass sich das Wachstum jetzt abkühlt, auch in den USA. Aber zurzeit würde ich sagen, der Aktienmarkt, der sieht die Zukunft wahrscheinlich zu positiv, was das Wachstum betrifft. Aber der Anleihemarkt momentan umgekehrt, der sieht sie wahrscheinlich etwas zu negativ. Also zumindest jetzt in der Momentaufnahme. Und dadurch kann es natürlich auch sein, kurzfristig, dass die Fed vielleicht doch nicht so reagiert oder so schnell reagiert, wie man sich das gerade so denkt, an beiden Märkten. Und wenn das so wäre, dann wäre es für uns als Anleger eigentlich folgerichtig, wenn wir unsere Aktienquote senken würden im Depot und wenn wir im Gegenzug dann vielleicht sogar noch auf steigende Zinsen setzen. Das wäre eigentlich so eine Strategie für die nächsten Monate. Zumindest wenn man glaubt, die Wahrheit zwischen Aktienmarkt und Anleihemarkt, die liegt da irgendwo in der Mitte. Ist es aber nur so eine Idee von mir, und es ist auch nicht prozyklisch. Also wenn jetzt einer mit dem Trend gehen will, mit dem Trend, den wir momentan haben an den Märkten, dann macht das natürlich genau umgekehrt. Dann setzt er auf Aktien, die weiter steigen, und dann setzt er auf Zinsen, die weiter fallen, weil das ist natürlich jeweils momentan der Trend. Das sind aber beides auch Positionen, die, finde ich, schon relativ extrem geworden sind. Und ich glaube auch, je stärker das so weitergeht, desto weniger ist es haltbar am Ende, weil einer von beiden Märkten irrt sich wahrscheinlich. Und was ich auch glaube, wenn der Abschwung wirklich kommen sollte in den USA durch Handelskonflikt oder was auch immer, dann wird den die Notenbank nicht so einfach verhindern können. Da macht sich der Aktienmarkt momentan was vor. Sowas funktioniert fast nie auf die Schnelle. Der Impuls, den die Zinssenkungen bringen sollen, der braucht ja immer Zeit erst, bis er in der Realwirtschaft ankommt. Und der kommt fast immer zu spät. Also wenn sie kommt, die Rezession, dann kommt sie, und da wird die Notenbank den Aktienmarkt nicht retten. Der wird dann meiner Meinung nach einknicken. Und wenn es nur vorübergehend ist, aber der knickt dann ein, der wird so lang einknicken, bis alle Anleger den Eindruck haben, dass die Notenbank so stark und so entschlossen darauf reagiert, wie man sich das wünscht. Und das hat sie bis jetzt aber nicht getan. Wie gesagt, jeder wartet auf Leitzinssenkungen. Bis jetzt hat sie aber noch nichts gemacht. Was die Charttechnik betrifft, da ist es am US-Aktienmarkt auch nicht so, dass ein Allzeithoch ein Kaufsignal immer ist. Es müsste so sein, theoretisch, aber bis jetzt war es oft nicht so. Hier haben wir den S&P 500 Index, und da habe ich Ihnen mal ein paar neue Allzeithochs eingezeichnet, was da passiert ist die letzten 5 Jahre. Also was gut funktioniert hat, das grüne Allzeithoch Ende 2016, da ist der Index dann richtig durchgestartet, danach nochmal zu einer großen Rallye. Aber Mitte 2016, kurz vorher, das erste hier, da hat es erstmal einen Rückschlag gegeben. Der war jetzt nicht so dramatisch. Dann haben wir jetzt auch noch das vorletzte Allzeithoch, diesen April, also Nummer 4. War jetzt auch nichts Schlimmes, aber immerhin, sofort danach im Mai hat es die Korrektur gegeben. Und dann natürlich dieses Allzeithoch Mitte 2018, also Nummer 3, wo es eine Korrektur gab, die wirklich sehr scharf war. Da kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, alles halb so wild. Am Ende ist es ja trotzdem immer wieder hochgegangen. Aber eins muss man auf jeden Fall doch zur Kenntnis nehmen. Also als Kaufsignal, diese Allzeithochs, die haben sich am US-Markt nicht unbedingt bewährt. Hier haben wir noch die Bullenfalle schlechthin beim S&P 500 Index. Das war das neue Allzeithoch im Sommer 2007, ganz kurz vor der Finanzkrise. Es sah ganz toll aus, das hat man damals auch so gesehen bei den Charttechnikern, aber es war natürlich die Vollkatastrophe. Also Charttechnik ist was Schönes, aber leider, es funktioniert jetzt auch nicht immer. Hier noch eine interessante Grafik, die ist von Bernstein, von der US-Investmentbank Bernstein. Die zeigt die Bewertungsunterschiede am US-Markt seit 1951 im MSCI USA. Das ist jeweils das teuerste Viertel der Aktien auf KGV-Basis und jeweils das günstigste Viertel. Und was man da sieht, die günstigen Aktien, die sind jetzt gar nicht so teuer.
Aber die teuren Aktien, die Rallye angetrieben haben die letzten Jahre, die sind nicht nur teuer, sondern die sind jetzt so teuer wie nie. Und das ist auch eine Erkenntnis, dass sich sowas immer wieder aufbaut, solche starken Bewertungsunterschiede innerhalb vom Aktienmarkt, dass das aber auch immer wieder zusammenfällt in sich. Und das ist auch was, worüber man nachdenken kann, dass man sich vielleicht auch mal günstige Aktien anschaut. Value-Aktien, die sind natürlich schon eher die bis jetzt nicht besonders gut gelaufen sind. Das sind die Aktien, die enttäuscht haben. Aber das kann sich ja auch mal ändern, wie man hier sieht. Also wir haben jetzt eine lange Phase gehabt, natürlich. Da haben sich Wachstumsaktien sehr gut entwickelt. Aber ich halte es nicht für abwegig, dass es wieder eine Phase geben kann, wo sich Value-Aktien besser entwickeln werden als Wachstumsaktien. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, vielleicht sollte ich dann ja doch ein bisschen wieder mehr in Value-Aktien gehen, dann ist eins auch klar, Value gibt es natürlich nicht nur in den USA, also ganz im Gegenteil, in Europa zum Beispiel, da sind die Bewertungen insgesamt ja viel niedriger als in den USA und das ist natürlich auch in fast allen Schwellenländern der Fall. Nehmen wir China wieder als Beispiel. Chinesische Aktien, die sind gefallen die letzten anderthalb Jahre. Das Durchschnitts-KGV von China-Aktien, das liegt jetzt ungefähr wieder bei 8, also von den China-Aktien, die in Hongkong notiert sind. Die kosten also vom KGV her weniger als die Hälfte von US-Aktien. Weil der Handelskonflikt China schadet, oder es sieht zumindest so aus, dass er China schadet, aber den USA schadet er ja anscheinend nicht. Oder so sehen das zumindest die Märkte. Und das ist aber auch so eine Wahrnehmung, die halte ich für nicht besonders überzeugend. Ich will das nur mal in den Raum gestellt haben. Also wir haben auf der einen Seite einen Markt, nämlich China. Da wird ein Negativszenario eingepreist oder ist eingepreist worden. Und auf der anderen Seite haben wir die US-Börsen, da sind wir auf Allzeithoch. Und das in einer Lage, wo der Bondmarkt wirklich ja von einem starken Wachstumsrückgang ausgeht. Das sind alles Dinge, die werden wir hier auf Zukunftsmärkte auch nochmal vertiefen müssen, natürlich. Das ist ja jetzt alles nur vorläufig. Nächste Woche kommt aber erstmal Gold, wie gesagt. Und was aber auch sehr interessant ist, die anderen Edelmetalle natürlich, also zum Beispiel Silber. Das ist Silber auf 5 Jahre. Bei Gold haben wir jetzt den großen Ausbruch gehabt nach oben, haben Sie ja gesehen. Bei Silber haben wir den noch gar nicht. Und genauso bei Platin. Platin ist ja eigentlich sogar extrem günstig. Da sind wir jetzt fast auf 10 Jahrestief. Und die beiden Edelmetalle, Silber und Platin, die behandeln wir nächste Woche im Zukunftsmärkte-Report. Der Zukunftsmärkte-Report, der ist auch genauso kostenlos und unverbindlich wie hier die Beiträge. Was man tun muss, wenn man den lesen will, man muss sich einmal eintragen. Und das können Sie machen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und im Report nächste Woche, wie gesagt, da geht es um die spezielle Frage, hat sich Gold jetzt endgültig abgekoppelt von den anderen Edelmetallen, speziell Silber und Platin? Oder sind Silber und Platin jetzt unterbewertet? Haben die Nachholbedarf zum Gold? Und geht da die Schere vielleicht auch irgendwann mal wieder zusammen? Das alles, wie gesagt, im Zukunftsmärkte-Report nächste Woche. Sie kommen ran unter www.zukunfts-märkte.de. So viel für heute. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Lassen Sie es sich gut gehen. Alles Gute Ihnen bis dahin. Und wie immer, danke natürlich fürs Zuschauen.